So, ja. Man sollte schon auf Aufnahme drücken. Ja, das müsste jetzt... Was zum Geier? Das war, glaube ich, eine dumme Idee. Oh ja. Er hat gesessen. Aber warum? Waren das nicht Schnappmäuler? Komm mal nochmal. Mach mal Fressluke auf. Ja, was für dich. Ja, natürlich. Schade, dass ich die nicht gegeneinander ausspielen kann. Das hat nicht gereicht. Das kriegen wir hin, Mädchen. Oh ja. Was ist das? Was soll denn das für ein Vieh sein? Gegen Säure. Ja, unter Wasser kämpfen ist natürlich doof. Oh, der hat gesessen. Der Schwanz ist der... Ich will zwar nichts sagen, aber die Alois Tough Lady. Die braucht nichts von euren Säften. Oh, hat das Aua gemacht? Komm her, du Lümmel. Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass man auf der einen Seite, ja, bei Zero Dawn... Aua! Du Sackratte. Ja, natürlich. Man kann es übertreiben. Ich habe so das Gefühl, die haben die Maschine einfach retarded stärker gemacht. Ich meine, Horizon Zero Dawn war ein bisschen zu leicht, aber dafür, dass wir auf normal spielen, finde ich das jetzt doch ein bisschen übertrieben.
So, wo ist der andere Arsch? Ekelhaft hier. Ekelhaft. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben. Wir spielen auf normal. Immer noch. Hier. Nicht auf schwer oder sehr schwer. Was ich schon ein bisschen übertrieben finde. Wie, keine Mu... Oder ich stelle mich einfach nur blöd an. Also du bist im korrodierten Zustand. Du solltest strugglen. Oh, der hat gesessen. Ja. Klar, natürlich. Ach Quatsch. Wir haben ganz viele davon. Yo. Was war das denn? War das Genozid oder was? Ja. Ich will nichts sagen, aber ich habe aufs Maul gekriegt, okay? Hinterfragen wir das jetzt mal nicht. Ich bin nicht stolz drauf. War nicht meine Glanzleistung. Ich nehme an, der Justin hat abgeschaltet, weil er sich nicht spoilern lassen will, weil er das ja auch auf YouTube guckt. Ich weiß nicht, wie die anderen das so sehen. Wir sind ja hier immer noch nebenher im twitch.tv/GrafWallner-Stream. Auch wenn ich nebenher noch mal am Aufnehmen bin. Ich glaube, von hier oben hätte ich echt was Besseres erwartet. Auch so einen Gleiter hätte ich auch gern. Einfach vom Hochhaus springen. Einfach mal vom Hochhaus springen und sagen, ja, passt doch. Also die Fortbewegungsmittel sind an sich schon ganz cool, wenn auch ein bisschen übertrieben. Für meinen Geschmack. Ja, aber... Euer Brüllrücken, warum ist der im Eimer? Ich habe so das Gefühl, dass alle Tiere von... oder alle Maschinen von Zero Dawn... dass die irgendwie komplett im Arsch auf dem Boden liegen. Aber ich kann meinen Beutel auffüllen. Aber warum? Wenn wir hier ganz viele... wenn wir ganz viele Dingsbums finden... dann ist doch bestimmt irgendwas im Busch. Das gefällt mir nicht. Die Stürmer sind eigentlich relativ... chillig. Da hinten haben wir doch schon wieder was, das nach Ärger ausschaut. Es kreuzt sogar meinen Weg. Kaninchen! Gut, wir haben ja erstmal gespeichert. Dass... Nein, ich will mich... Och nee. Schwach gegen Löschwasser. Frost. Frost. Oh, kann ich nicht einfach...
Yo! Alter, ich bin noch zur Seite ausgewichen. Mm-mm. 190 Schaden ist echt kein... echt gar nichts. Kann ich... hinterm Baum, ne? Ach Quatsch, das läuft eigentlich ganz gut, Mädchen. Yo, wo kommst du denn her? Du bist weggelaufen. Also entweder bin ich... Ach nee. Ist mich in Ruhe? Ja. Volle Kanne in den Arsch. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Warte mal. Alter! Will zwar nichts sagen, aber... Dinge sind geil. Tschüss. Mach Sitz. Oh, Scheiße. Ich sollte, glaube ich, mal von meinem Ich kann mit dem Bogen alles Trip, ja, vielleicht mal die Sache überdenken. Und Säurepfeile. Ich könnte eigentlich mal gucken, dass ich vielleicht mit Säurepfeilen... Ich will zwar nichts sagen, aber sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Autsch. Bin ich etwa selbst verklebt? Alter, der ist geil. Alter, du müsstest so im Arsch sein, du Vieh. Ich mag diese Speere. Okay. Aber ich habe keine Sprenggase mehr. Ach, Sprengpaste. Ich dachte schon. Sprenggase. Hätte ich mir gesagt, yo, ey, Leute. Lass mal die Backen spreizen. Und lass mal einen reinziehen. Lass mal wieder ein paar Sprenggase. Ja. Gut. Aber warum sind hier so viele Maschinen hier auf dem Weg? Weißt du, was geil wäre, wenn wir auf so einem, von diesen Panther-Dingern da, wenn man da auf so einem reiten könnte. Man macht sich einfach unsichtbar und gut ist. Ringel im Auge. Gut zum Tunnel graben. Hier. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, komm hier. Ja, komm hier, kleiner Mann. Ja, was ist das? Das was? Bam. So, jetzt will ich mal was gucken. Also, vielleicht kann ich mich ja durchschleichen.
Aber auf der anderen Seite. Wer will das schon? Er hat gesessen. Oh, fuck. Das war dumm. Autsch. Ja, das war vielleicht nicht so schlau. Obwohl, vielleicht doch. Fuck. Jetzt aber schnell hier. Bevor die checken, was abgeht. Ja, Kacke. Yo. Will zwar nichts sagen, aber... Boss ist schon ziemlich geil. Au! Also heute ist aber echt, heute wollen sie mir alle aufs Maul hauen. Sag mal, der eine macht mich platt, der andere... Ja, der andere wird nicht angezogen oder was, ne? Sag mal. Man kann es auch übertreiben. Also die haben hier die Schwierigkeit auf jeden Fall krass angezogen. Er hat gesessen. Komm, mal jetzt ein Kritschlag. Natürlich, der muss versauen. Komm her, du Schwabbelmann. Na warte, hier kacke ich auch noch ins Bein. Wo ist er? Das Riesenarschloch. Komm, mach's Maul auf. Alter! Der ist gerade. Dieser Lappen. Hat er gerade meine Fähigkeiten geblockt? Wie das jetzt keinen Schaden nehmen. Wie ich da jetzt keinen Schaden nehmen konnte, das erschließt sich mir nicht. Hat er sich selbst geheilt? Er hat doch wesentlich mehr Damage gehabt. Ich muss angreifen, solange sie getränkt ist. Ah. Ja, ich bleib bei Nieder Kackstein Spitze hängen. Ich finde es immer interessant, weil das eigentlich die haben sich damals über Elden Ring beschwert. Und über Dark Souls, weil sie es halt blöd fanden, ein Spiel einfach sinnlos schwer zu machen. Und dem Spieler keine Hilfestellung und so zu geben. Und als sie Forbidden West rausgebracht haben, haben sie genau das gleiche gemacht. Man muss vorbereitet sein. Ja, da sagst du was, Aloy. Nee, auf jeden Fall hier ist echt Aua Bohaua. Ja, ich hab's geschafft, okay. Der Twitch-Chat ist ruhig und guckt gespannt zu, hoffe ich zumindest.
Wie lange geht denn die... Ah, 20 Minuten Aufnahme. Fuchs! Sag mal, Aloy, was war das denn? Sag mal, bist du noch zu blöden Rennen, Fuchs zu treffen, du Eule? Na komm. Eine Ruine der alten Welt. Dann lassen wir es gut sein. Vielleicht finde ich etwas. Den ersten Teil hast du gern gespielt, Mr. Bullseye Gaming. Kann ich nachvollziehen. Den habe ich auch in 120 FPS auf Ultra-Einstellung durchgepetzt. Und es war geil. Das ist nur schade, dass es mir den Anfangszeit ein bisschen genommen hat. Weil die, na. Warum bin ich da jetzt durchgebreddert? Weil es fast ein halbes Jahr gedauert hat. Sarah, mal, willst du mich verarschen? Bis das Spiel genug Patches bekommen hat. Da drin ist ein Relikt. Aber wie komme ich da ran? Da drin ist auch ein Schlüsselmodul. Wie heißt's? Es hat halt fast ein halbes Jahr bei mir gedauert, bis ich das ordentlich spielen konnte. Und dann habe ich das... Ja. Ich glaube, wir haben es zweimal gespielt, ne? Ich habe es einmal persönlich gespielt. Dann habe ich das nochmal Let's Played, meine ich. Und als dann... Und dann fand ich es schade, dass ich es nirgendwo dokumentiert hatte. Und dann habe ich das nochmal auf YouTube, mit dem neuen Rechner auf YouTube gespielt. Genauso war das. Lass mich raten, hier hoch muss ich. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis der Teil hier auf PC kommt. Grünglanz findet man nicht allzu oft. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich da reinkomme. Braucht wohl ein Schlüsselmodul. Ja, aber wo ist das Schlüsselmodul? Da oben. Glaube ich. Der nimmt sich so ein bisschen jetzt gerade an, warte mal. Ja, oh, fuck. Er hat mich gerade so ein bisschen an Phoenix Rising. Da gab's auch diese, gibt's auch diese Schieberätsel. Dann gibt's für beides. Nicht, ob das was bringt, aber das Ding ist doch nicht umsonst hier. Eine Kiste. Die könnte helfen. Ja, wenn ich weiß, wohin. Wenn ich es nicht verkackt habe. Ich könnte die hier hinbringen. Das bringt mir aber nichts. Doch, die muss da schon hin. War schon richtig. Na komm her. Finde ich gut, dass er sich jetzt automatisch richtig positioniert. Warte mal. Von hier kam ich doch, ich Vollidiot. Warte mal. Ah ne, das habe ich ja eingerissen. Okay. Aber
Will ich einfach durchklettern? Doch, komm schon. Habe ich doch schon eine Kiste. Warte mal, lass mich mal was probieren. Will mal was gucken. Da muss ich rein. Hier müsste ich hoch. Leute, die Kiste müsste irgendwie... Kann das nicht einfach umnieten? Sag mal, stehe ich jetzt auf dem Schlauch oder bin ich bekloppt? Haut's einfach mal in die Kommentare oder in den Chat, je nachdem ihr Bock habt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen perplex bin. Ja, ich habe das Gefühl, das Ding hier bringt mir gar nichts. Muss mich jetzt hier bei dem Spiel dreimal so anstrengen, dass mir so warm wird. Fuck. Muss irgendwie da hoch. Aber wie komme ich da hoch? Ja, gleiten bringt mit dem Sinn halt auch nichts. Und da auch komme ich so auch nicht. Das bedeutet... Irgendwie... Ich will es mir nicht sagen, dass ich das nicht machen soll. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war vom Spiel. Alter, what the fuck? Nein! Och, Aloy, das meine ich. Das Klettern haben sie hier beschissener gemacht. Das macht mir hier absolut keine Freude. Aber von da kam ich doch. Ab nach unten. Gleiten! Nein! Och, Mädchen. Noch. War das richtig? Kann ich nicht nach oben springen? Nee. Vielleicht hätte ich ja von da oben... Nee, das hätte ich auch nicht geschafft. Komme ich hier vielleicht von unten? Dahin? Habe ich es verkackt? Könnte ich einfach irgendwas freisprengen oder so? Ich meine, komm schon. Das ist ein Grafikbug. Boah. Jetzt bin ich aber ein wenig überfragt, Leute. Okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich muss vor allem mal gucken, was ich halt machen kann, ne? Also wir hatten hier oben eine Kiste. Die hätten wir nicht wirklich bewegen können. Maximal hier hin, aber da wären wir auch nicht höher gekommen als hier. Das bedeutet, wir haben sie hier runterbringen können. Jetzt haben wir aber hier unten zwei Kisten, die mir absolut nichts mehr bringen.
Von da oben kommen wir, wenn ich von hier abspringe und gleite. Das könnte was bringen. Du solltest gleiten, Mädchen. Mausebein. Na, komm. Hey, Leute. Hm? Ich hab doch vier gedrückt. Alter, jetzt willst du mich aber echt verarschen. Jetzt, Aloy, jetzt. Wir müssen mal über unsere Beziehung zwischen Charakter und Spieler sprechen. Was ich will, was du willst. Das klappt so nicht. Ich gebe die Befehle ein und du hast zu gehorchen. Na siehste. Wenn du Vorschläge hast, Aloy, dann sag sie, dann besprich sie mit mir. Also sollte ich nicht an der... Kann ich ja nicht einfach hier mit dem Sprengen... Muss ich das resetten? Habe ich es irgendwie verkackt? Habe nämlich das Gefühl, dass ich hier nämlich... Kann ich das irgendwie hier hochziehen? Leute, schreibt's mir. Ich bin. Ich bin echt ein bisschen gerade. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich wüsste nicht, wie ich da hochkomme. Warte mal. Oh, das war's mit dem leichten Weg. Wie komme ich jetzt zum Vorsprung da oben? Nicht so einen Wandsprung machen oder so? Warte mal. Pack! Hoch komme ich. Können wir mal was probieren? Das macht sie. Och Mann. Das macht sie auch nicht. Ich habe das Gefühl, da muss irgendwie da oben irgendwas sein. Oder? Was natürlich auch sein kann, ist, dass da oben jetzt was runtergefallen ist. Zusammengebrochen. Was ich zwar nicht glaube, was aber schön wäre. Aloy, ein Schritt. Ein Schritt, okay? Danke. Kann ich vielleicht... Das wollte ich nicht. Du solltest auf dem Dachbalken landen. Also entweder bin ich doof. Was ich nicht verneinen möchte. Oder ich stehe gerade so auf dem Schlauch, dass ich es einfach nur nicht verstehe. Sag mal, was ist denn hier die ganze Zeit? Gibt es hier irgendwo... Ich höre doch hier irgendwo eine Maschine. Irgendwas. Da hoch muss ich irgendwie. Glaube ich. Das bringt mir doch auch nichts. Nee, da versinke ich zu viel.
Ja, aber sag bloß, muss er... Och, nee. Ziemlich verarschen, Aloy. Aber wie will ich denn das schaffen? Wie soll ich hier... Wie? Eine Kiste reicht nicht aus. Das ist zwar schön, aber... Hätte ich diese Kiste hier oben lassen müssen? Nee. Wäre ich ja gar nicht durchgekommen. Bin mal raus. Schönen Abend noch. Mach's gut. Bullseye. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich kann halt auch nicht wirklich viel mit den Kisten machen. Er hat nur gesagt, dass eine nicht ausreicht, aber... wo soll die eine hin? Die kann ich ja nicht übereinander ziehen, oder? Irgendwie da hoch. Definitiv. Und dafür brauche ich eine Kiste. Jetzt kann ich aber keine Kiste hochziehen. Oder? Ich glaube es nicht. Ich gehe mal etwas weiter weg. Ist doch irgendwo was. Oder ist es das Lagerfeuer? Aber wenn ich hier jetzt zwei Kisten hochstapel und ich die hier hinziehe, dann bringt mir das auch nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, wie. Was Größeres zum Draufstellen. Das ist zwar schön und gut, aber wo muss ich das dann hinbringen? Omi? Also. Sag bloß, es ist jetzt magnetisch. Nee. So, und nu? Und nu? Sag bloß, ich komme da durch. Ernsthaft. Oh, ist doch so mies. Es soll optisch nicht sein. Sorry, Leute, ich hab's nicht gesehen, dass das gerade so durchpasst. Oh Mann, ey, ich bin doch auch echt eine Gurke, ey. Hat geklappt. Nee. Aloy, sag bitte nichts. Bitte. Danke.
fühle mich gerade leicht angeschissen. Merkt man das? Nein? Okay. Ich glaube, ich kann die Tür öffnen. Hat geklappt. Das ist noch nicht das ganze Rätsel. Ja. Jetzt muss ich die beiden dahin bringen. Nein. Und dann kann ich die andere Kiste wieder runterholen. Wie das auch immer klappt. Komm schon. Alles klar. Also da muss man schon wirklich drauf kommen, weil zuerst kleben die echt wie Arsch auf Eimer zusammen. Und dann auf einmal kannst du sie hier dort irgendwie wieder trennen. Also das muss man schon irgendwie... Wildnispfad. Schade. Es wäre cool, wenn man da jetzt was Glockenmäßiges machen könnte. Gut. Da haben wir das Rätsel jetzt auch gemacht. Ich würde sagen... Ich sollte mich nochmal umsehen, bevor ich gehe. Vielleicht gibt es noch etwas Interessantes. Alte Vorratstruhe? Ja, aber wie komme ich denn da jetzt hin? Wie komme ich da denn jetzt hin? Ich weiß echt nicht, wie ich da runterkommen soll. Die hat gesagt, wir sollen uns da nochmal umgucken. Aber wie? Hä? Das verstehe, wer will. Ich weiß auch gar nicht, wie man da... hinkommen, weil ich halt gesagt, hier gibt es vielleicht noch was Interessantes. Aber wie man da hinkommen soll. Ich bin überfragt, Leute. Gab's nur was kaputt zu machen. Hier gibt's sonst nichts. Vielleicht gibt's hier noch was Interessantes, Aloy. Wenn du das jetzt einfach nur so gesagt hast, dann habe ich das Gefühl, dass du mich gerade... moppen willst, hm? Hm.
Ja, das werden wir aber beim nächsten Part herausfinden. Macht's gut, YouTube. Man sieht sich.